So läuft. Ich musste gerade mal schnell ausparken, da wollte jemand rein. Ey, das ist voll hier. Die sind hier alle im Camry-Modus. Sag ich gleich noch was zu. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Ich war da ja letztes im Mai schon mal, aber ich weiß nicht, ob ich das wiederfinde. Warte mal, meine Freunde, ich muss mal gucken hier. Ich habe da mal einen Screenshot gemacht. Von der Straße, wie sie heißt. Ah, scheiße. Ja, komm. Wir müssen in die Georgia Lane rein. Aber ich suche mir mal lieber eine große, dann weiß ich es besser. Und hier habe ich eine bessere Übersicht. Da, okay. Arcadia Boulevard ist links. Silver Creek. Also links kommt nachher Silver Creek, rot, und dann kommt nachher die Georgia. Also ich muss auf links Silver Creek suchen, okay. Silver Creek und dann nachher auf die Georgia Lane. Warte mal, ich lasse das Handy mal so laufen. Behält er das so groß? Nehmen wir anders. Das bringt dann auch nichts, ne? Ne, ist egal. Finden wir schon. Also Arcadia Lane und Silver Creek links. Okay, alles klar. Schauen wir mal. So. Jetzt fahren wir mal los. Also hier ist das los. Ja, Kid Rock, ne? Ist in town, ne? Das sieht man. Bis aufs Dach voll hier. Das heißt, wenn ich nachher zurückfahre, Sonne geht auch gerade unter, wenn ich nachher zurückfahre, dann ist nachher Schicht im Schacht. Ja, die trudeln jetzt hier langsam ein. Es ist 4 Uhr. In ein paar Stunden ist das Konzert, wo wir gerade hingeguckt haben. Exit Diamond. Ja, und die rennen hier alle im Cowboy-Modus rum, ne? Jeanshose, hier Wrangler. Upsala. Wrangler, Cowboy-Hemden, Cowboy-Hut, ne? Und diese riesen Gürtelschnallen, ne? Also so perlemäßig. Nein. So, ich fahre jetzt waschen. Ich fahre jetzt zum Waschcenter, so habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ich muss dringend Wäsche waschen. Ich muss dringend meinen Sack Wäsche waschen. Und dann zeige ich euch auch gleich, wie man da hinkommt. So, Kamera läuft, lass laufen. Noch ist hell. Ich hatte, bis vorhin hatte ich hier einen Livestream, 3 Stunden Livestream habe ich gemacht. Exit. Exit. Okay, Exit. Was? 3 Stunden Livestream. Unglaublich. Packe ich eben auf dem Dach, das ist mir nur egal. Hier wäre noch ein Parkplatz frei. Hier auch. Ein 3 Stunden Livestream. 3 Stunden 11 Minuten. Unglaublich. Ich musste nachher auch aufhören, weil mein 24 Stunden WLAN sich sonst abgeschaltet hätte. Echt gut. Hat Spaß gemacht. Ja, 80 Zuschauer gehabt. 80 Live-Zuschauer. Und ich war eine halbe Stunde hinterher mit dem Chat, ne? Immer so mein Senf zu den Sachen, die im Chat schreiben, zugeben. Ich habe aber zu jedem Thema, zu vielen Themen, habe ich immer irgendwas zu sagen. So, und das habe ich dann gemacht. Das war ganz lustig. Hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, den Zuschauern auch. Ist ja auch mal ein bisschen ungewöhnlich von hier, ne? So, Exit hier wieder rechts. So, auch gleich draußen. Und wenn wir jetzt immer geradeaus weiterfahren würden, dann würden wir nämlich zum Lawson Event Center kommen. Das ist nämlich hinter dem Outlet. Und das heißt also, wenn er nachher Ramba Zamba Kid Rock spielt, habe ich ja hier im Aquarius damals gesehen, dann wird man das auch bis hier hören. Jedenfalls ist die Bude hier voll. Und dann kommt auch noch dazu, dass heute Samstag ist, ne? So, ich werde meine Hose waschen, mein Casino-Pulli. Wollte ich eigentlich wegschmeißen. Eigentlich könnte ich ihn wegwerfen, ne? Schmeiße ich ihn weg, ne? Da war noch ein. Eine hellblau. Und dieser Casino-Pulli ist mir so ans Herz gewachsen. Ich könnte ihn ja noch ein paar Tage tragen. Ich wasche ihn mit, trage ich ihn ein paar Tage und dann schmeiße ich ihn weg. Habe ich ihn möglichst lange genutzt. Ja, der ist an den Ärmeln ist er schon auf, ne? Der ist schon ganz blank an den Ärmeln, ganz blank geruppelt. Was hier so ein bisschen nervt, sind diese vielen Fliegen, ne, vom River, ne? Hier ist was los. Ihr seht es selbst, ne? Was hier so abgeht. Hier ist eine Fliege drin. Ist
eine ätzende kleine Scheißfliege dran. Eine Mücke sogar. Mehrere. Aber wenn ich das Fenster aufmache, dann kommen hier noch mehr rein. Ne? Wenn ich Glück habe, kann ich die jetzt tot hauen. Paff! Ich glaube, ich habe sie. Ich habe sie erwischt. So, jetzt kommt, jetzt schiebt euch hier rüber. Hier steht ein Stoppschild. Das Stopp bedeutet nicht 100 Jahre stoppen. Mein Gott. So, Haras. Wenn du recht, das ist gut. Wunderbar. Fahren wir rüber nach Bullet City und waschen die Wäsche. Dann kommen wir im Dunkeln wieder zurück. Na egal. Mi Familia. Darf, naja, jetzt haben wir grün, das ist egal. Jetzt wieder die Frage, darf man? Oder darf man nicht? Ich muss da noch mal einen Bullen fragen. Ich muss da noch mal einen Bullen fragen. Wenn ich einen Polizist sehe, werde ich ihn mal fragen. Dann werde ich ihm die Situation erklären. Oder will ich fragen, darf man nun rechts abbiegen, einen Right Turn machen, wenn rot ist, oder nicht? Oder nur nicht, wenn da steht, no right turn on red. Dann ist ein Bulle. Oder der hat gerade einen Satz. Full Position. Der hält gerade jemanden an. Da vielleicht werde ich auch mal angehalten. Hab das Glück. Ach scheiße, ich habe gar keine Papiere mit. Ah, shit. Egal, jetzt fahre ich ohne Papiere. Die sind im Hotelzimmer. Jetzt fahre ich nicht wieder zurück. Ich habe keine Renting Paper mit, keine anderen Papiere, nichts. Ja, kann ja abchecken, ob das geklaut ist. Ne? Ja, das ist natürlich doof, ne? Da wird schon nichts passieren. Personalausweis habe ich mit, toll. Dass ich da wieder nicht dran gedacht habe. Naja, egal. Ist so. Ist ja nicht dramatisch. Ablinken kann er auch nicht. So, die 290 PS hier mal aufheulen lassen. 35. Was hatte ich gesagt? Arcadia, ne? Und ich habe gleich, rot haben wir nicht. Arcadia und dann nachher die rechts in die Silver Dingsbums. Sowas muss ich mir natürlich eigentlich merken, ne? Egal, kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Kein Problem. So, jetzt sind wir hier. Jetzt dürfen mich die Bullen auch nicht weiter verfolgen, weil wir jetzt hier auf Arizona-Gebiet sind, aber dann würden da drüben die Bullen stehen, die ruft ja schon per Funk. Da braucht man keine Panik haben. Ne? Ja, das ist echt der Nachteil, dass das hier so früh dunkel wird. Das finde ich echt scheiße. Ne? Heute wollte ich ja normalerweise noch einen schönen Hike machen, aber ganz gut, dass ich ihn nicht gemacht habe, dass ich einen Livestream gemacht habe. Ich habe mir, glaube ich, meinen Fuß verknackst. Heute Vormittag im Casino. Ich habe Schmerzen im rechten Fuß. Ich kann schlecht laufen. Das will ich mal ein bisschen schonen bis morgen. Dann will ich das morgen machen. Das ist ja kein Problem. Auf dem Rückweg nach Las Vegas. Aber da habe ich jetzt das ganze schwere Zeug hier wieder mit, ne? Scheißegal. Bleibt ruhig stehen, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe Zeit. Kann ich nämlich nochmal mein Handy rausholen. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Frei hier, wunderbar. Guckt euch mal den Stau hier an. Die wollen alle nach Lauslin, die wollen alle das Konzert sehen. Da ist bestimmt ausverkauft. Nur mein Host hatte noch ein paar freie Tickets. Hätte ich mal vielleicht doch machen sollen, ne? Bestimmt lustig. War das letzte Mal bestimmt lustig, aber eben. Okay, hab ich schon gesehen, ne? Muss ich Kid Rock nicht nochmal haben, ne? Und ein bisschen auf diese ganze Country-Scheiße, die geht mir schon so ein bisschen auf den Pinsel, ne?
Das Auto ist geil hier, der Santa Fe, ne? Schick. Schönes Auto. Was ich im Livestream hatte, was sie auch bemängelt haben, ist so ein Echo. Jetzt weiß ich nicht, woher das Echo kommt. Schon ein bisschen komisch. Aber egal. Es hat funktioniert. Das war ja schon mal wichtig mit OBS. Bei der nächsten Rotphase. Ich weiß nur, das geht einen Tick nach rechts rum. Und das war auch hinter den Casino-Hotels, die ja zur Rechten hier sind. Und dann muss ich da in die Arcadia lehnen, rechts rein. Ne? Aber das ist bestimmt wieder so eine ganz kleine Kackstraße. Ich habe das letzte Mal schon im Mai ein bisschen gesucht, um das zu finden. Und ganz gut, dass es noch ein bisschen was zu sehen ist. Das ist nämlich nicht so einfach zu finden. Hier ist die 7. Street. Okay. Aufhalten. Ne? Hier ist die 6. Street. Kommt als nächstes bestimmt die 5. Street, ne? Siehst du? 5. Ich glaube, wenn wir hier runterfahren, so den Rechtsschlenker machen, dann muss ich dann nachher einmal nach rechts ab. Um zur Laundry zu kommen, zur Wäscherei. Zimmer habe ich heute nicht machen lassen, scheißegal. Brauche ich nicht. Bin ja morgen früh, haue ich hier wieder ab. Genau, das. Der Map macht ja das auch so ein. Hier kann man gebrauchte Slot Machines kaufen. So ein Schlenker. Hier habe ich bei diesem Park habe ich mal mit dem Bullen gesprochen. Ja, hier vorne. Der stand hier mit seiner Laserkanone. Habe ich mit dem geklönt. Der war nett. Gibt auch nette Polizisten. Ja, sind eigentlich alle nett. Ne? Die tun einem ja auch nichts. Die wollen ja auch ihre Ruhe haben. Ne? Hier ehren sie schon wieder ihre ganzen Militärangehörigen. Die Service hier für ihr Land machen im Ausland. So, genau. Pass auf. Jetzt ist hier nämlich nichts mehr. Rechts sehen wir den Colorado oder auch nicht. Hier nicht, ich ja. Und hier ist die Lawson Ranch rot. Ja, auch eine schicke Ecke, ne? Kannst dich ja auch unten einfach an den ans Wasser setzen. Ist auch schön. Wenn es mir kalt werden sollte, mein Pulli werde ich ja waschen, den habe ich auch gerade an. Wenn es mir kalt werden sollte, ich habe hinten im Rucksack noch einen anderen, meinen Tarnpulli. Kann ich den hier anziehen, nagelneu. Ja. So machen wir das. So, und jetzt muss ich aufpassen. Also wenn ich den Straßennamen links lese, dann weiß ich wieder Bescheid. Das ist sie nicht. Hier war das auch nicht. Rancho Colorado war es auch nicht. Ich weiß nur, nach dieser Scheiße, das sollte man eigentlich wissen, ne? Aber wenn ich es lese, dann weiß ich es. Und dann kommt ja die Arcadia Road Lane. Arcadia Lane, da muss ich nachher rechts rein. Das ist eine ganz kleine Straße, ist das. Und dann sind wir auch schon fast da. Es ist rot, das ist gut. So, jetzt kommt nämlich genau diese Rechtskurve. War auch auf der Map von Google Maps zu sehen. Silver Creek Road hier. Genau. Das war sie nämlich, die Silver Creek Road. Genau. Und rechts kommt dann nachher diese Arcadia Lane. Muss ich aufpassen jetzt hier. Unita Lane. Nur eine Einfahrt.
Georgia Lane. Hier war das nämlich irgendwo. Hier war das irgendwo. Boah, scheiße. Landromat, da ist es. Ich sehe es. Bin ich schon vorbei. Ich sehe es. Landromat. Homestyle Laundry. Da, genau da wollte ich nämlich hin. Lass mal gucken hier. Genau, da war ich nämlich schon mal im Mai. Ist hier frei? Jo, ist auch noch frei für mich. Das ist auch schön. Müssen wir noch parken. Wunderbar. Siehst du, hätte ich so gar nicht gefunden. Laundry, Fluff und Puff. Hier sind die Waschmaschinen. Extractions. Costa Granda, 2,50. Und bestellt man dann ein, wenn man den Press hat, die haben richtig und farbige Sachen. Ne? So. Die Coins haue ich hier rein. Zählt er hier zurück und 23 Minuten Waschzeit. Hier wird er kniedelt. Und das sind die Trockner. Ja, da kann man dann nur einstellen hier. Weiße Sachen heiß, permanent press und delikat. Ne? Also das ist heiß, warm und nicht ganz so heiß. Für den oberen und für den unteren. Ich werde den oberen nachher benutzen, also den hier. Und dann kostet das dann 1,75 für, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Ja. Sehr, sehr saubere Wäscherei hier. Aber teuer, ne? Wenn ich das vergleiche mit Las Vegas, ist natürlich arschteuer. Dann, Las Vegas ist arschteuer. Also Las Vegas ist deutlich günstiger. Aber dafür ist das hier sauber, ne? Wie ihr seht, ne? Das ist echt eine saubere Selbstwäscherei hier. Das Waschcenter, das ist ein sauberes Waschcenter, ne? Da hinten stehen die großen Trommeln für die Bettwäsche, ne? Und hier diese kleinen Dinger, die benutze ich immer, die reichen vollkommen aus. Wie gesagt, ein Lot 2,50, ne? Na gut, okay, sind auch nur 2 Euro, ne? Na, 2,20, 2,30, ne? Und 3er, 1,50, sind umgerechnet 1,30. Egal, ne? Das ist die Wäsche wieder sauber, alles gut, ne? Und die Maschinen sind gepflegt, die sind nicht ganz so runtergewohnt, wie die Dinger in Las Vegas, ne? Und achtet drauf, wenn ihr was reinpackt. In Las Vegas habe ich mir mal ein Lot komplett ruiniert. Da war da so eine Klammer drin. Aus irgendeinem Teil rausgefallen, keine Ahnung, wie das in die Maschine reinkam. Und diese Klammer hat man die ganzen T-Shirts zerstört, ne? Überall Löcher reingepiekt, ne? Durch das Drehen, ne? Ey, voll scheiße, ne? Ja, nun warte ich jetzt hier eben 16 Minuten nur noch ab, dann ist die Wäsche durch, dann trockne ich die und dann war's das, ne? Also das ist immer so, rechnet eine Stunde, großzügig eine Stunde und dann seid ihr durch mit dem Kram, ne? Dann habt ihr wieder saubere Wäsche, ne? Also in der Maschine passt ja schon so ein bisschen was rein. Na gut, riesig ist sie nun auch nicht. Und das ist diese Technologie hier, ne? Das Ding dreht sich hier und die Trommel hier außen dreht sich, ne? Und sie schleudert nachher irgendwie, ne? Und amerikanische Waschtechnologie, ne? Wie gesagt, die vorne im Hangout, das ist vor Sinnflut hier, ne? Obwohl die großen Dinger, die sind wieder normal, ne? Auch diese Teile. Aber so ist das halt. So, jetzt höre ich erstmal auf und melde mich nachher wieder. Vielleicht. Tschüss. Achso, übrigens, wir befinden uns ja jetzt hier in Arizona, in Bullhead City, ne? Die haben eine andere Zeitzone, schaut selbst. Seht ihr das? Nevada Time, 5:15. Und hier ist es jetzt 5:45. Ja, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Das heißt, sobald man über den River rüberkommt, ist es hier eine Stunde später, ne? Und wenn ich gleich wieder zurückfahre, habe ich wieder eine Stunde gut gemacht. Krank, ne? Also hier ist auch die Zeitzonengrenze, ne? Tschüss.